Ja, wir sind ganz klar hier, weil, wie ich ganz am Anfang von meiner Rede gesagt habe, Frauenkampf heißt auch Arbeitskampf. Also seit Jahren kämpfen Frauen um die gleiche Bezahlung wie Männer. Und es ist halt bei uns sozusagen eine Doppelung. Also wir kämpfen einmal um die Aufwertung von sozialer Arbeit allgemein, von Care-Arbeit allgemein. Die muss generell besser bezahlt werden. Ne? Also gerade jetzt in der Corona-Krise wurde festgestellt, ganz, ganz viele Berufe sind systemrelevant, die in diesem Bereich fallen. Aber wenn man halt auf den Lohnzettel schaut, sieht man das nicht. Und das ist halt ein Grund, warum wir hier sind. Und der andere ist halt, diese Arbeit wird hauptsächlich von Frauen ausgeführt. Ich bin Teil der Kampagne Freie Träger, faire Löhne. Das ist ein Zusammenschluss von Beschäftigten, die bei freien Trägern im sozialen Bereich arbeiten. Und wir haben uns zusammengeschlossen mit dem Ziel, dass wir nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt werden, weil ja viele freie Träger ja teilweise noch gar nicht nach Tarif bezahlt werden. Oder manche halt einen Haustarif haben, aber der ist auf alle Fälle nicht so wie der Tarifvertrag der Länder. Also die werden auf alle, also wir werden halt schlechter bezahlt und haben teilweise keine tarifliche Absicherung. Also es gibt halt in der sozialen Arbeit in Berlin gibt es halt eigentlich viele verschiedene Bereiche. Also es gibt halt die kommunalen Anbieter, die halt vom Senat bezahlt werden, also wie die Kitas vom Senat oder auch Pflegeeinrichtungen, die vom Senat betreut werden und auch andere Sachen, die im sozialen Bereich angesiedelt sind. Und dann gab es ja in den 90er Jahren so eine große Sparsituation und da wurde ganz viel outgesourced. Und da gab es halt auch schon damals freie Träger, aber es wurden viel mehr freie Träger gegründet, die halt eben genau in diesem Bereich, egal ob es Pflege, Kindererziehung, Jugendclubs, also alles, was halt in den Care-Bereich fällt, anbieten, bieten das halt an und die wurden halt quasi kaputt gespart. Also ganz, ganz früher haben die halt noch das Gleiche bezahlt bekommen wie im öffentlichen Dienst. Das wurde immer weiter runtergefahren aufgrund des Sparprogramms des Landes Berlin. Und inzwischen ist es so, dass wenn du im freien Trägerbereich arbeitest, 500 Euro oder mehr weniger verdienst als die Arbeitskolleginnen im öffentlichen Dienst, obwohl du die gleiche Arbeit machst. Dann gibt es halt noch den Unterschied, dass es halt im freien Trägerbereich ganz viele kleine Träger gibt. Ne? Also jeder kleine Kinderladen ist ja quasi ein freier Träger. Oder Leute, die andere Sachen machen, Putzarbeiten oder was auch immer. Also das ist ja alles sozusagen immer ein kleiner freier Träger. Die haben teilweise gar keinen Tarifvertrag, keine tarifliche Absicherung. Das heißt, der Arbeitgeber bestimmt allein, wie viel sozusagen der Mensch, der dort arbeitet, verdient. Und es sind natürlich hauptsächlich Frauen, die halt schlecht bezahlt sind, zu schlechten Bedingungen arbeiten, oft auch Teilzeit arbeiten, teilweise eben ohne Tarifvertrag. Es gibt tausende freie Träger und also ich weiß nicht, ich will jetzt auch keine falsche Zahl sagen, aber bestimmt 20.000 Leute, die in dem Bereich arbeiten, vielleicht auch mehr. 2017 hat das Abgeordnetenhaus das entschieden, dass halt freie Träger Tarifverträge anbieten müssen, dass die halt bevorzugt in der Vergabe sozusagen beachtet werden und die sollen halt auch regelmäßig kontrolliert, also es soll regelmäßig kontrolliert werden, wo stehen die freien Träger. Aber also das ist, war erstmal ein total wichtiger Schritt, aber in der Realität ist halt sehr wenig passiert. Ne? Also die freien Träger und die Politikerinnen, die spielen sich so ein bisschen die Bälle zu. Die freien Träger sagen, wir würden ja gerne 100% refinanzieren, aber wir kriegen das Geld nicht. Und die Politik sagt, wir geben euch das Geld, wenn ihr einen ordentlichen Tarifvertrag habt. Und die Beschäftigten sind sozusagen der Spielball. Und das ist auch ein Grund, weswegen wir uns genau zu dieser Kampagne mehr für uns ist besser für alle und freie Träger, faire Löhne zusammengeschlossen haben, vernetzt haben, weil wir eben das nicht mehr wollen. Wir wollen nicht mehr der Spielball sozusagen zwischen Arbeitgeberinnen und Politik sein, sondern wir wollen ganz klar sagen, Arbeitgeberinnen, geht mit uns gemeinsam zur Politik und kämpft für eine Aufwertung unserer Arbeit, für eine Tarifbindung, für eine hundertprozentige Refinanzierung. Die meisten Arbeitgeberinnen machen da leider nicht so mit. Warum kann man das eigentlich, also man kann es eigentlich nicht verstehen, warum, weil es ist ja eigentlich in ihrem Interesse. Man kann, also ich kann da nur vermuten, ob es da irgendwelche Hinterzimmer-Klüngelgespräche gibt oder keine Ahnung. Aber das ist der Grund, weswegen wir am 16. März vor das Rote Rathaus gehen und da genau zum Tag der sozialen Arbeit nochmal eine Kundgebung machen.
und sagen, wir haben genug davon, setzt euch zusammen, wir wollen jetzt endlich eine Aufwertung unserer Arbeit. Und deswegen sind wir auch ganz klar hier zum Frauenkampftag, weil Frauenkampf ist auch Arbeitskampf. Wir kämpfen um eine Anerkennung unserer Arbeit.